Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Das ist das Börsenmagazin Akrevis Invest. Grüezi miteinander und willkommen hier im Studio, Florian Keller. Die letzten Wochen waren für die Finanzmärkte sehr turbulent. Viele Anleger starten jetzt mit viel Unsicherheit in die Sommerferien. Herr Keller, haben Sie in den letzten Tagen Euro gekauft für Ihre Ferien? Es wäre auf jeden Fall ein günstiger Zeitpunkt. Und ja, ich habe ein paar Euro gepostet. Diese Woche hat der Euro zum Schweizer Franken Parität unterschritten. Momentan ist es vor allem eine Euro-Schwäche, die für die Kursentwicklung Sorgen tut. Was sind die Gründe für den schwachen Euro im Moment? Ja, da gibt es verschiedene. Zum einen ist die Europäische Zentralbank bis jetzt trotz der äußerst hohen Inflation in Europa sehr zögerlich mit Zinserhöhungen. Dann heizen zusätzlich auch die gestiegenen Energiepreise die Angst vor einer Rezession an in Europa und insbesondere auch in Deutschland. Das alles sorgt für die Euro-Schwäche. Gibt es denn ein Anzeichen für eine Rezession in der Schweiz? Ja, momentan eigentlich nicht. Die neuesten Arbeitsmarktdaten deuten aktuell nicht auf eine Krise hin und sie sind weiterhin äußerst robust. Die Arbeitslosenquote ist auf tiefe 2% gesunken. Hingegen sind die Firmenkonkurse im ersten Halbjahr stark angestiegen. Das könnte aber eher damit zusammenhängen mit den ausbleibenden Corona-Hilfgeldern und muss nicht unbedingt ein Vorbote sein von einer möglichen Rezession. Wagen Sie einen Ausblick? Ja, das ist äußerst schwierig. Wir glauben, dass das Umfeld für Konjunktur und auch für die Finanzmärkte anspruchsvoll bleiben tut. Nächste Woche fängt die Berichtssaison an von vielen Unternehmungen. Und dort erhoffen wir uns ein bisschen mehr Klarheit für das zweite Halbjahr. Gute Nachrichten gibt es für Aktionäre der Kioskbetreiber in Valora. Warum? Ja, es hat ein Übernahmeangebot gegeben von der mexikanischen Firma FEMSA. Die sind im Detail- und Getränkehandel tätig. Sie bietet für Valora 1,1 Milliarden Schweizer Franken im Bar oder 260 Franken pro Aktie. Der Verwaltungsrat und auch die Hauptaktionäre unterstützen das Angebot. Und sollte alles planmäßig verlaufen, dann sollte die Transaktion Ende September von diesem Jahr abgeschlossen sein. Wunderbar. Besten Dank, Florian Keller. Und Ihnen zuhause wünsche ich ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut und bis nächste Woche zum nächsten Börsenmagazin. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.